Weihnachtsbäume, soweit das Auge reicht. Dieses Ehepaar aus dem Weserbergland hält wohl einen der skurrilsten Weltrekorde. Denn in diesem unscheinbaren Häuschen stapeln sich weltweit die meisten Weihnachtsbäume. Das ist mein eigenes Weihnachtsparadies. Ich habe dieses Jahr 555 Weihnachtsbäume mit 108.000 Kugeln und 48.000 Lichter. Die Leidenschaft für diese spezielle Art der Weihnachtsdeko beginnt bei Thomas Jeromin vor knapp 12 Jahren. Mittlerweile hat er auch seine Frau angesteckt. Mittlerweile finde ich es toll. Vor 12 Jahren oder vor 11 Jahren, vor 10 Jahren, vor 9 Jahren habe ich immer noch gesagt, ich ziehe aus, kannst du meine Seite mitschmücken vom Bett. Aber mittlerweile helfe ich mit, lebe ich das mit und liebe das auch. Um das Haus bis zum Adventsbeginn weihnachtlich dekoriert zu bekommen, fängt das Paar bereits Wochen im Voraus an. Wir fangen tatsächlich im 1.6. an, also 1. Juni. Dann kommen die ganzen Bäume vom Dachboden und dann werden die positioniert. Das dauert schon 14 Tage. Und dann eine Woche bis anderthalb Wochen die ganzen Lichterketten dran. Und so ab 1.7. wird dann die Kugel an den Baum gehängt. Noch vor 2 Jahren stellte das Ehepaar den Rekord mit 444 Bäumen auf. In diesem Winter stocken sie mit 111 weiteren auf. Trotz steigender Preise hält sich der Stromverbrauch jedoch in Grenzen. Die genaue Zahl weiß ich nicht, aber wir schätzen es auf einen guten Mittelklassewagen. Ich kaufe meistens, wenn die Sachen reduziert sind, und dann kaufe ich richtig. Dann kann es schon mal passieren, dass ich 2.000, 3.000 Kugeln kaufe. Alles, was so der Laden hergibt. Und da können dann schon mal so 300, 400 Euro bei draufgehen. Die Stromkosten von letzter Saison haben wir noch im Kopf. Das sind 92 Euro, haben wir mehr bezahlt zu dem normalen Strom. Also es ist mein Hobby und ich denke mir, 100 Euro für ein Hobby ausgeben, das kann man ruhig tun. Bis zum 6. Januar bleibt die Deko jedes Jahr stehen und lockt somit zahlreiche Besucher an. Nach der Weihnachtszeit verschwindet dann alles sortiert und gestapelt auf dem hauseigenen Dachboden. Doch bis dahin heißt es bei Familie Jeromin: O Tannenbaum!